So, die nächste Frage, die im Vorfeld an uns herangetragen wurde für die Online-Sprechstunde von Cybert Media, die ich hier gerne beantworten möchte. Auch eine ganz kurze Frage. Ich habe kein YouTube. Wie soll ich Ihre Videos ansehen? Ich gehe davon aus, dass, also ich habe auch kein YouTube, aber ich gehe mal davon aus, dass der Fragesteller meinte, ich habe keinen Zugriff auf der Arbeit auf YouTube. Wie soll ich mir Ihre Videos anschauen? Und da gibt es eine einfache Antwort drauf. Das Einfachste ist, also grundsätzlich natürlich können Sie von zu Hause natürlich ja auf YouTube zugreifen und auch vielleicht von Ihrem Mobiltelefon aus. Aber das ist vermutlich nicht die Antwort, die Sie hören wollten, denn das wussten Sie vermutlich selbst schon. Wir bieten für Sie auf der Arbeit auch eine Alternative an, weil YouTube bei einigen Unternehmen gesperrt ist. Und zwar, wenn Sie Infos cybermedia.net eingeben, kommen Sie auf unser öffentliches Wiki. Und dort gibt es eine sogenannte Mediathek, die hier ganz rechts sich befindet. So. Klick, Mediathek, so, klicken wir da drauf. Und dort sind die ganzen Videos eingebunden. Und Sie werden zu Recht sagen, ja, halt, aber das sind ja auch wieder YouTube-Videos, die da eingebunden werden. Aber Sie können zu jedem einzelnen Video hier auch, ich muss gerade mal schauen, genau, hier sind die von uns eingebundenen Dateien auch nochmal als sogenannte MP4-Datei hinterlegt. Das heißt, Sie können die herunterladen und dann selber anschauen. Also alle Videos und Fragen, die wir bei YouTube veröffentlichen, finden Sie auch in unserem öffentlichen Wiki unter infos.seibert-media.net unter dem Punkt Mediathek zum Download und können die dann auch, ohne dass Sie selber Zugriff auf YouTube haben, abrufen. Alles klar. Viel Spaß damit. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Bandbreite gering sein sollte, rufen Sie uns an. Wir brennen Ihnen auch eine CD und schicken Ihnen die zu. Möglicherweise kostet das was, das muss man abstimmen. Aber also wir bemühen uns auf jeden Fall, dass Sie da Zugriff auf diese Informationen bekommen. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an uns. Danke. Tschüss.